Jo, noch eine Belohnung. Die Pegasus Boots, na klar. Und damit herzlich willkommen zum wahrscheinlich besten Zelda-Projekt auf der Welt. Hey Leute, willkommen zurück zu Zelda Indigo. Es geht wieder weiter. Im letzten Part ist einiges passiert. Wir haben uns ein neues Schwert geholt. Wir sind da so ein bisschen in der Stadt gewesen, haben uns da umgehört, haben neue Rüstungen und Waffen bekommen. Und ich glaube, unser letzter Plan war, dass wir hier jetzt lang gehen nach Igata Village. Genau. Das war, glaube ich, unser letzter Plan. Wir holen uns hier nochmal ein paar Pfeile. Und dann würde ich sagen, kundschaften wir das einfach mal aus. Es ist schon lange wieder her, seit wir Indigo aufgenommen haben. Es tut mir auch sehr leid, ich hatte in letzter Zeit wirklich keine Zeit. Das ist einfach der Grund dafür. Da drüben... Ich glaube... weiß gar nicht, ob wir da drüben auch schon mal waren. Müssen wir später mal auskundschaften. So, da haben wir auf jeden Fall eine Skulltula. Zack, weg damit. Wie viel haben wir da? 15 Stück schon. Haben wir schon den Händler gefunden, wo wir die eintauschen können? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, bisher ist der uns unentdeckt geblieben. Wenn man das überhaupt... Road to Igata, Straße nach Igata. Ziemlich dunkel, muss ich sagen. Und da hockt eine Fledermaus. Zack, weg damit. Ah, unser Bumerang ist auch krass, oder? Ich glaube schon. So, da haben wir wieder unsere kleinen Schleimviecher. Boah, Alter. Jawohl, Fanda. Muss erstmal wieder gucken, was die so können hier. Da hockt auch noch eine Fledermaus. Tschüssi. Boah, der Bumerang ist ja mega, wie schnell der ist. Okay, hier können wir durch. Was haben wir denn da? Gleich mal reingucken. Direkt einfach mal reingucken. Was geht ab? Okay, das sind direkt die Igata-Ruinen. Wollen wir hier direkt lang oder wollen wir erst nochmal schnell den... Ich gehe nochmal kurz den anderen Weg auschecken. Bevor wir hier jetzt weitergehen. Will nichts falsch machen. Natürlich sind die alle wieder respawned. Mensch, der Bumerang ist ja sowas von nice, wie schnell der fliegt. So, zack. Das ist aber auch schon die verbesserte Version, glaube ich, oder? Okay, zack. Die Rubine sehen auch so geil aus. Schön, nochmal ein bisschen Kohle geholt. Okay, da hinten ist auf jeden Fall auch eine Hütte. Ich werde das für euch wahrscheinlich wieder ein bisschen heller machen. Ja. Boah, das lohnt sich ja richtig, hier einfach mal die Büsche wegzusensen. So, okay, hier ist nur ein Wald. Hab ich denn eigentlich schon einen Kettenbumerang? Nee. Das ist aktuell unsere Ausrüstung, wollte ich auch nochmal zeigen. Wir saven mal. So, hier haben wir Kisten. Die kann ich nicht kaputt machen, da kann ich hochklettern bestimmt. Fledermaus? Fledermaus hat auch keinen Bock auf mich. Okay, wir gehen mal hier rein, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Ah, guck mal, da hatten wir es doch gerade. Das sieht doch genauso aus wie so ein Händler, oder? Hier können wir mal was lesen. Genau, der Tracker. Okay, damit kann ich quasi herausfinden, wo mir noch welche fehlen. Und zwar im Degu-Baum, da haben wir quasi schon alle gefunden. Da sind noch 0. Auf dem Treat Captain Flagship sind noch 6. Da waren wir auch noch nicht. Igata-Ruinen waren wir auch noch nicht richtig. Da sind noch 5. North Great Plains. Okay, weiß ich nicht, wo das ist. Aber das hört sich an wie die Eisberge, oder? So ein bisschen. Da fehlen noch 2. Mid Valley Ranch. Okay, auf der Ranch gibt es noch eine. Im Tukiria Forest. Okay, dachte ich eigentlich auch, wir sind da schon fertig. Old Cave Ice River 0. Luna City 0, Upper Donut Shipyard 0, Road to Igata 0, Happy Hunting. Okay, cool. Das gefällt mir gut. Sollen wir da oben noch stehen? So einen kleinen Götzen. Und hier kann... Wow, einfach hochgerannt. Wahnsinn. Okay, wer bist denn du? Du siehst erstmal mega cool aus. Oder? Wer ist er denn? Und ich kann irgendwie nicht mit ihm reden. Jetzt. Nafik de Okulit.
Also der Okkulte vielleicht. Grüße, mein Freund. Was bringt dich hierher? Mein Name ist Nafik. Ich bin ein Sucher nach Scar, nach Narben. Also ist wahrscheinlich eine Abkürzung für die Viecher. Meine Studien haben gesagt, dass es diese Insekten sind, die in Korruption leben. Und ich nenne sie Skardita. Ja. Wenn du welche siehst, dann bring sie doch mit. Ne? Also ihre Augen. Und wenn du sie mir herbringst, dann werde ich dir eine Belohnung geben. Ich danke dir, mein Freund. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, wir haben noch welche. Hi. Ja, guck mal hier. Wunderbar. Damit kann ich mein Verständnis erhöhen. Bitte nimm diese Belohnung. Ja, eine größere Geldbörse. Jetzt, wow, was? 5000 Rubine. Ja, nice. Und geht da noch was? Oder? Jo. Jo, noch eine Belohnung. Die Pegasus Boots, na klar. Wir kriegen einfach die Pegasus Boots. Was, meine Spin-Attacke wird wegplatziert zum Pegasus Dash. What? Geht da noch was? Ich gucke einfach mal. Tatsächlich. Ich krieg noch eine Belohnung. Die Zora-Flippers, na klar. You can flop around with this and swim like a Zora. Try not. Okay, das ist vielleicht wie die Zora-Maske, könnte ich mir vorstellen. Aber Alter, geil, was man da für Items bekommt. Okay, jetzt reicht das mal nicht mehr. Vielleicht 20 dann als nächstes. Wir sollten auf jeden Fall dranbleiben, Alter. Was man nicht für krasse Belohnungen bekommt. Okay, aber... Hä, hat er nicht gerade gesagt, meine Spin-Attack geht in den Dash über? Wie muss ich... Ich muss mir das, glaube ich, nochmal durchlesen. Oder habt ihr das nicht auch so verstanden? Ist meine Spin-Attack... Ah, okay. Okay, ich muss richtig aufladen. Okay, aber... Ich muss gedrückt halten. Okay, so quasi... Alles klar. Okay, verstehe. Alter, wenn es dunkel ist, ist ja richtig gruselig hier. So richtig Friedhof-Vibes. Aber nice. Und wir können jetzt mehr Geld tragen, was auch richtig gut ist. Und Zora-Boots haben wir auch noch bekommen. Zora-Flossen. Da werden wir wahrscheinlich wie bei Majora's Mask als Zora schwimmen können. Ja, geil. Ob mir der Dash jetzt so gut gefällt, weiß ich noch nicht. Das müssen wir mal sehen. So, kann ich denn jetzt von hier aus da hoch? Ja, natürlich. Und da kann ich an die Leiter. Auch wenn ich noch nicht weiß, was mir das bringt. Oder geht doch nicht? Das muss gehen. Das muss gehen. Geht doch. Perfekt. Und hier ist ein Loch, oder? Das sieht für mich so aus, ob hier ein Loch ist. Das hat markiert. Die Position. Ah, guck mal, das ist... Das ist wieder so ein Durchgang, oder? Also quasi wieder so ein, eine Abkürzung, wo wir schnell reisen können. Ein Piece of Heart, das ist so gut gemacht, ne? Ich meine, ich mag es auch, wenn man... Eine Bezeichnung wäre oben drüber, glaube ich, noch ganz geil, damit du weißt, wo du hinrennst. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich herkam. Ich hoffe, das ist richtig. Ansonsten bin ich hoffnungslos verloren. Jo. Okay, da oben ist nichts drauf. Haben wir hier denn noch irgendwo eine Skulltula? Sieht erstmal nicht danach aus. Aber schön, wir haben noch ein schönes Herzteil bekommen. Gefällt mir. Wir kommen gut voran. Ich würde sagen, jetzt geht's nach Igata. Gucken mal, was uns dort erwartet. Aber nice, Alter, dass wir einfach schon wieder solche Items bekommen. Das ist doch schon wieder unfassbar, oder? Geil. Also, da freue ich mich doch richtig, wenn ich solche Viecher finde, oder? Diese, keine Ahnung, die Skulltulas.
die korrupten Skulltulas. Da freut man sich doch einfach innerlich, wenn man dann solche krassen Belohnungen bekommt, oder? Das finde ich so gut. Ah, geil. So, was ist das? Garter Ruins. Okay, ich bin gespannt, was jetzt hier passiert. Hier gibt es bestimmt den ein oder anderen Zombie. 100 pro. Ich gehe mal ein bisschen vorsichtig an die Sache ran. Ist mir aktuell noch alles zu still hier. Alter, hier ist ja über... Da ist die Tür verschlossen. Hä, ist das ein Dungeon oder was? Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, Leute. Hier geht's auf jeden Fall auch weiter. Okay, merken wir uns schon mal. Da ist noch ein Weg. Wie geil einfach, ey. Ich liebe es. Ich würde sagen, wir checken erstmal allgemein die Lage aus, oder? Bevor wir in ein Haus reingehen. Oh. Sehr gruselige Musik. Mal wieder. Passt aber auf jeden Fall. Okay, hier gibt's Mana und Mass. Was ist das? Kann ich den wegspringen? Geht das? Nö. Vielleicht brauchen wir da ein Bombenfass oder so. Also so ein, Leiger-Goron. So ein, wie heißt denn das? Ein Pulverfass. Alter, da geht's in der fette Villa oder was? Ist aber aktuell noch gesperrt. Möglicherweise ist hier Ende der Demo. Das könnte sein. Also aktuell befindet sich das Ding ja noch in der Demo. Ich weiß nicht, wie weit es aktuell ist. Da könnte ich mich nochmal belesen. Aber ich denke, das ist immer noch in der Demo hier, das Projekt. Okay. Scheint hier jetzt mehr besondere Dinge erstmal nicht zu geben. Dann, ich gehe mal ins erste Haus einfach rein hier. Und wir gucken mal, was abgeht. Ich bin gespannt. Okay. Oh, hi. Ah, ich höre ihn doch schon. Wo kommst du denn her? Hallo? Die sind ja auch irgendwie süß, ne? Ist das Wasser? Ja. Ich habe leichte Frame-Einbrüche gerade. Mit dem Pfeil geht da ja nichts, ne? Was? Seit wann? Okay, vorher ging das nicht, oder? Also im normalen Spielverlauf geht das doch nicht, oder? Hier vielleicht was sprengen? Geht das? Jo. Okay, was haben wir hier? Ist ja auch nichts drin. Doch, da kann ich raus. Aber wir haben hier noch ein Tagebuch, Leute. Check. So lese ich auch immer meine Tagebücher. Es sieht aus wie ein Tagebuch von irgendjemandem. Möchtest du es wirklich lesen? Oh Liebling, wie sehr ich dich vermisst habe. Unsere Väter sagen, wir dürfen uns nicht mehr treffen. Aber was wissen die schon? Sie werden uns niemals akzeptieren. Die Erdbeben sind wirklich schrecklich geworden. Ich wünschte, wir könnten zusammen in unseren Armen liegen und das alles um uns herum vergessen. Ich werde mich später rausschleichen. Ich habe entschieden, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Unser Versteck ist unser einziger sicherer Hafen. Es ist so lustig, dass unsere Väter nicht gemerkt haben, dass wir ihre eigene Schaufel verwenden, um unseren Weg zu unserem Versteck im Inneren ihrer Häuser zu graben. Rechts davon, rechts im Inneren ihrer Häuser zu graben. Ich werde mich auf den Weg zum Friedhof machen, sobald mein Vater schlafen geht. Er wird nichts merken. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Ich weiß, es ist ein geheimes Gedicht, aber ich werde es aufschreiben, weil ich sehr vergesslich bin, sodass ich keine Chance habe, es zu vergessen. Okay, ich habe keine Ahnung, was das jetzt mit dem Gedicht zu tun hat. Ah, okay, das ist jetzt das Gedicht. Alles klar. Versteckt hinter Wissen, das einsame Buch wacht. Mit einer Feder, so mächtig wie ein Schwert, stechen sie, um die Kerbe freizulegen. I don't know. Das war die Übersetzung. Okay, wir haben ein bisschen was erfahren. Also sind jetzt bei Liebende auf jeden Fall.
die sich nicht treffen dürfen. Die haben auch einen Geheimgang gebuddelt in ihren Häusern jeweils mit einer Schaufel. Und jetzt mache ich noch irgendein Gedicht. Und wir bauen eine Feder. Aber das ist wahrscheinlich nur, ja, so dahergesagt. Nur eine Metapher. Wir gucken mal hier raus, was hier ist. Okay, da kommen wir aufs Dach. Ja, das eine Haus ist halt auch abgeschlossen. Die Frage ist, also theoretisch muss ja hier drinnen einer wohnen, oder? Und irgendwo haben die ein Loch gebuddelt. Aber haben die nicht gesagt, innen drinnen haben die ein Loch gebuddelt? I don't know. Okay, jetzt komme ich da oben drauf und kann die Glocke läuten. Liegt das denn? Okay, ich versuch's mal. Das klappt auf jeden Fall. Ansonsten ist da drüben nichts weiter, ne? Nee. Okay, wir gehen mal hier hoch. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Und jetzt? Mit einer Bombe machen? Ja, das war, keine Ahnung, manchmal so. Oder soll, muss ich das da reinwerfen? Ja, da passiert ja gar nichts. Warum soll ich hierher gehen? Oder ich werfe die mal im richtigen Moment. Ich hoffe, das klappt. Da passiert gar nichts. Hä? Okay. Wir kommen da irgendwie aufs Dach rauf. Das verstehe ich aber noch nicht so richtig, warum ich dahin sollte. Warum soll ich da hoch? Okay, keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie die Glocke läuten, aber nee. Also dann theoretisch, ich muss ja irgendwo jetzt hier so ein... Ah, vielleicht... Vielleicht muss ich die Schaufel erst finden. Das kann auch sein, oder? Huch. Was zur Hölle? Link? Vielleicht muss ich die Schaufel erst finden. Das könnte sein. Das könnte ich mir vorstellen. Warte mal. Ich gehe mal hier rein. Vielleicht gibt es irgendwo die Schaufel einfach. Das wäre natürlich nice. Okay, da muss ich was anzünden. Oh Gott. So. Ach so, ich hab vergessen. Ah, shit. Ah, das war dumm. Jetzt hab ich den Dash drauf. Okay, nice. Das hätten wir. Und Geld gibt's auch wieder schön. Ist hier irgendwie noch eine Fledermaus? Die ist da drin, oder? Ja, ich glaube, die sind da drin. Ja, keine Ahnung. Haben wir eine Möglichkeit, hier irgendwas anzuzünden? Eigentlich nicht aktuell, ne? Ich bräuchte Feuerpfeile oder so. Ne, ich glaube, hier komme ich noch nicht weiter. Aber hier drinnen geht es auf jeden Fall. Ist irgendwas. Mann, aber... Ja, ich habe kein Feuer. Das sieht auch komisch aus. Kann ich das hier wegsprengen? Keine Ahnung. Okay, also hier bräuchte ich Feuer. Ich habe keine Feuerpfeile, ich habe kein ins Feuer Inferno. Hier ist auch kein offenes Feuer. Hier ist ein Feuer. Aber ich kann die Fackeln noch nicht mit da reinnehmen, oder? Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich gehe nochmal in das Haus rein. Und dann haben wir eigentlich auch schon alle Häuser durchgeguckt. Meine Güte, richtig rätselhaft hier. Okay, das ist die Bibliothek. Na klar. Okay, die Zombies sind anders. Die kommen einfach auf einen zugerannt. Ach nee, okay, das war ein besonderer Zombie.
Das war dieser... Das ist einer dieser rennenden Zombies, die man kennt. Wow! Boah, sind die... Der ist unsterblich, kann das sein? Der steht bestimmt gleich wieder auf, oder? Scheiße. Alter, ist das creepy. Jetzt habe ich richtig Angst vor denen. Die sind unsterblich, Leute. Und ich muss hier alle Fackeln anzünden. Oh nein, ich habe gar keinen Bock da drauf. Oh nein, dann ist hier so ein Todescrapper. Boah. Gar keinen Bock. Ja! Ist der tot? Grabt er mich einfach durch die Wand? Okay, der ist tot. Okay, hier irgendwo rennt ein Zombie die ganze Zeit rum. Alles klar. Verstehe. Und hier muss ich die Fackeln anzünden. Boah, das wird doch nervig as fuck. Meine Güte. Okay. Wir brauchen das Ding. Und dann muss ich mir mal einen guten Weg überlegen. Aber ein Hit und die sind tot. Wollte ich nicht. Okay, hier haben wir noch eine Skulti. Eine Korrupte. Und das hier. Sieht auch irgendwie merkwürdig aus. Hau ab. Running Zombie, Alter. Okay, hinten haben wir eine Fackel. Und wir müssen... Also am besten eigentlich, wenn ich den Zombie hier hinterlocke, oder? Und dann renne ich einfach durch. Ich glaube tatsächlich, das ist die beste Idee. Weil dann stört er mich nicht. Zombie! Das ist ja sowas von creepy. Ganz ehrlich. So. Zack. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ich hoffe, ich finde sie alle. Im ersten Run. So, dann war hier direkt noch einer. Schneller. Natürlich ist er wieder da. Ha, shit. Mann, warum muss denn dieser Arm nachwachsen? Bleiben die Fackeln angezündet wenigstens? Nein, natürlich nicht. Ah, okay, es war eigentlich nicht schlecht. Finde ich. Wo ist denn der Zombie? Der hockt bestimmt noch in der Ecke, oder? Mann, der ist so gruselig. Der ist so gruselig. Okay, auf ein neues. Ja, dieser Arm, der ist nervig. Ansonsten geht's eigentlich. Ansonsten geht's voll klar. So. Ich darf jetzt halt... Keine Ahnung, ich muss an der Kiste vorbeilaufen, oder? Jo. Shit, irgendwo habe ich eine vergessen. Nein! Aber wo? Jetzt muss ich das nochmal machen. Junge! Okay, wo habe ich eine vergessen? Wo ist die Fackel, die ich vergessen... Oder war ich zu langsam? War ich zu langsam? Zu langsam oder habe ich eine vergessen? Ich war zu langsam. Hä? Wie soll ich das denn machen? Ach komm. Schneller. Schneller, schneller, schneller. Ich war schon wieder zu langsam. Hä, wie soll ich das machen?
Die gehen ja super schnell wieder aus. Hä? Es ist auch nicht so, dass ich hier irgendwie durchschießen könnte oder so. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt weiterkomme aktuell. Oder ob ich ein neues Tool brauche, womit ich hier weiterkomme. I don't know. So, wir haben hier eine Fackel. Okay, ich sehe nicht aktuell, wie ich hier weiterkommen soll. Außerdem sterbe ich gleich. Ich gehe erstmal wieder raus. Shit, Leute. Meine Güte. Das ist heftig. Okay, warte mal. Kann ich mir erstmal irgendwo wieder ein bisschen Leben holen? Geht das vielleicht? Gucke mal. Ich fülle mich erstmal wieder ein bisschen mit Herzchen auf. Und jetzt? Also das ist ja die erste Hütte. So. Und die haben gesagt, die haben hier was vergraben. Aber brauche ich jetzt eine Schaufel? Oder muss ich hier irgendwo eine Bombe legen? Weil das Buch sagt ja eigentlich, die haben es in dem Haus gemacht. In dem Haus haben die quasi das verbuddelt mit den ihrer Schaufel von ihren Vätern. Die Frage ist, das sieht auch so ganz komisch aus, da ist aber irgendwas ausgelaufen. Ich meine, hier ist ja, keine Ahnung, das ist einfach so eine Wassergrube. Wird ja auch nicht richtig sein. Aber die haben ja auch gesagt, inside the house, ne? Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Das ergibt ja keinen Sinn. Wer buddelt denn inside? Ein Loch. Verstehe ich nicht. Oder ist das gemeint? Das war das, dass die das gebuddelt haben. Mit der Schaufel. Aber das ergibt irgendwie auch keinen Sinn, oder? Ja, auf den anderen beiden Seiten komme ich jetzt nicht so richtig weiter. Also ich habe jetzt hier einen Durchgang. Kann da oben auf den Turm rauf? Einen Schlüssel konnte ich noch nicht finden. Bei dem einen brauche ich Feuer, bei dem anderen bin ich zu langsam. Ich weiß nicht, ob mir vielleicht noch ein Item fehlt. Oder zwei auch. Ich meine, hier komme ich jetzt auf diesen Glockenturm. Aber ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Guck mal, hier kann ich so ein bisschen reingucken. Sieht wunderschön aus. Ja, jetzt habe ich hier einen Glockenturm. And I don't know what I have to do here. Richtig wegdashen. Ich kann auf jeden Fall richtig weit springen jetzt damit. Auch gut zu wissen. Also ihr habt es gesehen, ne? Das war ein richtig krasser Sprung. Ja, und das ist halt, keine Ahnung, ein richtig krasser Fels, der den Eingang blockiert. Ich weiß nicht, ob wir hier schon weiterkommen, ob hier schon der richtige Weg für uns ist. Ich versuch's nochmal hier. Also hier geht's wirklich um Geschwindigkeit. Aber wie schnell muss ich denn sein? So, der ist easy, kein Problem. Fetz dich mal eben weg. Hier haben wir eine Fackel. Was ist ja, wenn ich die Fackel anmache, dann geht die ja fast schon wieder aus bei dem anderen. Du bist der ekligste Zombie, den ich je gesehen habe, ganz ehrlich. Widerlich. Hier sind überall diese Löcher. So, dann haben wir das hier noch. Kann ich hier vielleicht irgendwie eine Bombe legen? Aber ich glaube, das ergibt auch keinen Sinn. Nope.
Ja, dem anderen brauche ich ja wie gesagt Feuerpfeile. Oder irgendwas mit Feuer. Vielleicht kann ich hier irgendwie... Kann man hier eine Abkürzung legen? Kann man da irgendwas sprengen? Das wäre jetzt noch ein Guess von mir. Wenn ich den Stock in die Hand nehme. Ich habe jetzt die Boots. Geht aber auch nicht. Aber ich bin ja nicht so schnell. Das Feuer geht ja direkt wieder aus. Ich verstehe es nicht. Okay, ich versuche das jetzt noch einmal in so einem perfekten Run, okay? Und dann... Alter, dieser Zombie, ne? Der ist so gruselig. Der ist sowas so gruselig. Okay, let's go. So. Oh, wow. Aber besser ging es jetzt auch wirklich nicht. Das war jetzt schon hart an der Grenze. Wenn ich es jetzt nicht geschafft hätte, dann hätte ich echt aufgegeben hier. Ich mache sogar Schaden mit dem Boomerang. Krass. Okay, ist hier vielleicht der Schlüssel drin, ne? Komm, der Schlüssel. Yo, geil. Okay, wir found the small key. Ja, nice. Dann haben wir es ja endlich mal geschafft in einer halben Stunde. So, mehr ist hier gar nicht. Oh Gott, ey. Ja? Hätten sie ein bisschen leichter gestalten können, oder? Also das ist jetzt schon super grenzwertig, das zu schaffen. Aber dann weiß ich wenigstens, worauf es jetzt hinausläuft hier. Gut, wir haben den Schlüssel, Leute. Wo ist der Zombie? Der hängt wahrscheinlich hinten in der Ecke gerade rum. Okay. Wir hauen ab. Mega gruselig. Solche Zombies, die einfach nicht sterben können, oder? Hier war, glaube ich, die Tür. Jo. Okay, rein da. Was erwartet uns? Wir haben hier wieder Fackeln. Okay. Ups. Ja, da war ein Loch. Da muss ich erstmal reinspringen. Ja, das war jetzt aus Versehen. Oh, guck mal, da oben liegt auch noch was. Ist das auch ein Schlüssel? Nee, Geld. Okay, da komme ich aber aktuell nicht hoch. Aber ist schon mal gut zu wissen, da liegt was. Hier brauchen wir Feuer. Ich höre auch was knistern, das heißt da unten, das können wir auf jeden Fall anzünden. Wird vielleicht wieder auf dasselbe hinauslaufen. Ach nee. Doch. Da hinten ist noch ein Raum. Genau, dann wird die Tür wahrscheinlich aufgehen. Vielleicht kriegen wir auch Feuerpfeile, das wäre doch nice, oder? Oder konnten wir die irgendwo kaufen? So, jetzt haben wir... Komme ich da rüber mit meinem Dash? Probier ich jetzt mal. Jo, geil! Hä, wie nice. Wie nice ist das bitte? Okay, das muss ich mir merken, ne? Dass ich jetzt übelst weit springen kann. Dadurch erreichen wir viele neue Orte, denke ich. Okay, einmal das. Und jetzt haben wir noch die Fackel. Jetzt muss ich mal ganz kurz Revue passieren, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss einfach da runterspringen und dann gleich nach links. Genau. Am besten hier schön am Rand. So. So. Okay, cool. Kriegen wir noch eine Schatzkiste. Wundervoll, Leute. Wundervoll. Das läuft doch gut. Nice. Und nochmal 50 Rubine. Dann ist es Voraussetzung, dass du hier diese Boots hast oder gibt es noch ein anderes Item, wie man darüber springen könnte? Gute Frage. Oh, es geht in den Keller. Oh. Boah, Alter, schreck mich doch nicht so. Meine Güte. Okay, wir haben hier eine Tür und auf der anderen Seite.
Ist gar nichts. Hell? Okay, warum ist hier nichts? Warum? Okay, weiter geht's. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht aus wie... wie ein Battle. Oh. Nur dann. Der ist zwar ein bisschen größer als sonst, aber... trotzdem in One-Hit. Aha. Ja gut, das ist jetzt nicht so das Problem. Oh shit. Easy. Ja. Hallo? Ist hier noch jemand? Hallo? Das war's, okay. Ah, okay, hier kann man was schieben. Okay, ich schieb's mal auf dieselbe... Nee? So? Kann man das auch grabben? Das kann ich nicht grabben. Okay, das muss noch eins zurück, glaube ich, oder? Ich schieb's mal auf dieselbe Etage wie hier. Ah, easy. Also das musste quasi gleich sein und der musste nach vorne sein. Aber ist auch interessant, dass man Statuen jetzt drehen kann. Das ist auf jeden Fall auch neu. Und wir kriegen noch einen Schlüssel. Okay. Eieieiei, Leute, das Game, ey, das macht mich fertig. Aber auch mega nice, ne? Diese ganzen neuen Ideen und so. Krass. Wir haben 700 Rubine. Schön. Da können wir uns auf jeden Fall demnächst wieder was Schönes leisten. Ich weiß gar nicht mehr, was es noch in der Stadt so zu kaufen gab. Oh Gott, wo sind wir? Ah, hi. Kann ich die aktuell überhaupt besiegen? Das auf jeden Fall sind das Gegner aus Majora's Mask. Kann ich die vielleicht mit dem Schild irgendwie? Mit dem Schild kann ich die killen. Nice. Boah, ist das dunkel. Kostet aber Magie, ne? Oh nein. Nicht der schon wieder. Guck mal, da ist schon wieder so einer. Die gruselig, Alter. Guck sie dir an. Vorteil, die stunnen uns nicht. Nachteil, die kommen immer wieder. Also super eklig einfach nur, diese Gegner. Nee, geh weg. Ich will dich gar nicht. So. Die sind dafür easy wie immer. Nein. Boah, ich habe gar keinen Bock auf den, ne? Das sind ja sowas von eklige Gegner. Ich wette mit dir, wir brauchen... Oh Gott. Oh Gott, geh weg. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn das für ein Sound? Junge, geh weg! Oh, hier geht's auch einfach weiter. Alter, was ist denn hier nur los? Also, ganz ehrlich, die haben es echt geschafft, alles noch mehr creepy zu machen als sonst. Wahnsinn. Okay, hier brauche ich auf jeden Fall Feuer. Und dann höre ich hier noch so eine Spinne. Let's go. 17. Ja, ab 20 können wir uns bestimmt wieder das abholen, könnte ich mir vorstellen. Okay, hier muss ich auf jeden Fall das Feuer mit herbringen. Das heißt, ich clear jetzt einmal die ganzen Gegner. Interessiert sich noch gar nicht für mich. Also es ist jetzt gar nicht so, dass man mit Rollen unbedingt schneller ist, ne? Hä, wie soll ich denn das schaffen?
Gott, Frame-Einbrüche des Todes, Alter. Frame-Einbrüche des Todes einfach. Oder gibt's hier irgendwo... Ich kann hier rauf, okay, aber was bringt mir das? Das bringt mir ja nichts. Ich brauche Feuer. Wo soll ich denn das Feuer herbekommen? Kann ich irgendwo Feuerpfeile kaufen? Geht das? Bin ich hier zu früh? Es kommt mir halt immer noch so vor, als ob ich an einigen Stellen zu früh bin. Weil hier geht's ja auch nicht weiter. Ach doch, guck mal, da ist ein Schalter. Kann ich da durchschießen? Nee. Alter, wo sind wir denn hier? Das ist ja mega gruselig. Aber das ist eine fette Schatzkiste. Na, ich brauche Feuer. Es geht nicht anders aktuell. Oh oh. Der kleine Penner wieder. Ja, die Fackel ist auf jeden Fall zu weit weg. Das krieg ich doch niemals hin, oder? Ja, so sowieso nicht. Nee, das wird nichts. Wie soll ich denn das schaffen? Da fehlt mir so viel Zeit. Also ich weiß nicht. Vielleicht mit den Zora-Flippers? Nein, das ist es auch nicht. Ah, ist das geil. Ja, so werde ich es schaffen. Ich komme. Oh oh. Ja, die Zora-Flippers sind es, glaube ich, auch nicht. Okay, ich glaube, wir hängen gerade fest. Ist halt... Wenn ich hier durchschießen könnte, dann würde ich vielleicht weiterkommen. Aber ich kann da nicht durchschießen. Leider. Und die Fackel, die ist echt zu weit weg. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Weil schneller laufen kann ich ja auch nicht aktuell. Also mir ist gerade wirklich so, als ob ich Feuerpfeile bräuchte, um hier weiterzukommen. Ja, das ist aber ärgerlich. Wir sind jetzt echt weit gekommen. Das ist echt traurig. Oder? Findet ihr nicht auch? Ich frage mich auch, warum ich so langsam laufe. Vielleicht ist das aber auch... Muss ich vielleicht die Gegner irgendwie verhauen? Oder kann man den Zombie irgendwie benutzen, um seine Fackel anzuzünden? Vielleicht ist das auch der Trick. Muss ich mal ausprobieren, wie das funktioniert. Weil hier, ich krieg hier ja Stöcke. Da kann man mir nicht erzählen, dass das nicht irgendwie gewollt ist. Vielleicht kann ich den wirklich irgendwie anzünden. Ah. So tötet man die auch. Verstehe. Vielleicht muss ich auch alle Gegner töten. Okay, alles klar. Jetzt weiß ich schon mal, wie man die Gegner tötet. Mit Feuer. Ich töte mal alle Gegner kurz. Passiert da was? Okay, da passiert nichts. Aber vielleicht kann ich den Zombie hier runterlocken, kann den anzünden, kann mir dann hier nochmal eine Fackel holen. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht geht das. Weil die Gegner spawnen ja immer wieder. Vielleicht kann man das irgendwie so deichseln. Kumpel? Komm mal kurz her. Ich würde dich hier unten gerne mal anzünden. Ja, 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 ja. So, jetzt hole ich eine Fackel.
Keine Ahnung, ob das klappt. Wir probieren es einfach mal. Shit, natürlich. Ja, das war dumm. Das lief nicht so gut. Ich muss ihn natürlich auch treffen mit der Fackel. Jo, nein. Nee, geht nicht. Ja, der stirbt, aber... Ich kann mir keine neue Fackel anzünden. Hä, wie soll ich das machen, Leute? Keine Ahnung. Ich finde, das war eigentlich eine ganz gute Idee, aber es geht nicht. Aber ich krieg hier, sag mal, es muss irgendwie möglich sein, das zu machen. Oder ist es wirklich nur, um den zu töten? Guck mal, der Stock, der reicht auf jeden Fall bei weitem nicht aus. Sobald ich hier bin, ist der leer. Kann man das irgendwie anders noch auflösen, aber Bomben funktionieren da ja auch nicht. Ich bin gerade verzweifelt, ihr merkt das. Aber was soll ich noch machen? Hier ist ja auch nichts weiter. Also den Zombie vermöbeln funktioniert, aber ich kann mir am Zombie selber nicht nochmal die Fackel anzünden. Was super traurig ist. Oder ich mache irgendwas falsch. Ja, es geht nicht. Ich hab alles versucht, Leute. Nö. Ja, also mein Guess ist wirklich, dass ich hier vielleicht noch zu früh bin und ich wirklich Feuerpfeile brauche. Auch wenn es echt blöd wäre irgendwie. Ich habe auch keine Idee mehr, was ich noch machen soll.